Helen, Elisabeths Traum zum Leben erwecken. Aber ist es noch da? Okay, ich muss zum Serverraum. Nein. Ja, aber wir sollten noch an der Rezeption warten. Hier ist keiner. Also dürfen wir auch nicht rein. Wir gehen trotzdem rein. Warum ist es hier so dunkel? Ich bin nah dran. Da kriegt man glatt Angst. Ich bin nah dran. Ah, zum Bunkertür müssen wir wahrscheinlich. Oh, was hast du denn? Datenbeschädigung. Partiell. Datenbeschädigt. In Sachen Mr. Delgard. Es ist seit Jahren ein wertvolles... Er ist seit Jahren ein wertvolles Mitglied von Varus Zenith. Sogar Peter hat eingesehen, dass wir einen offiziellen Sprecher brauchen, damit wir anderen anonym bleiben können. Aber bei all den neuen Mitgliedern, die wir zur Finanzierung des beschleunigten Zeitplans für das Odyssey-Projekt rekrutiert haben, gibt es einfach nicht mehr genug Kojen für alle auf dem Schiff. Es muss eine Auswahl getroffen werden. Und seien wir ehrlich, Oswald fehlen die Kompetenzen für unsere zukünftigen Ziele. Wenn wir ihn ausschließen, wird er sich natürlich rächen wollen. Also müssen wir ihm einen würdigen Abschied bieten. Aber das heißt nicht, dass er uns nicht mehr nützen kann. Wir haben genug Quellmaterialien, um eine digitale Marionette zu erzeugen, mit der wir Daten beschädigen. Als ob die jetzt den scheiß Sprecher nicht mitfliegen lassen wollen. Der gerade ihr Gesicht ist, darf nicht mitkommen. Was ist das denn für ein Skandal? Bitte sei nicht da, bitte sei nicht da. Griff nach den Sternen. Ich dachte, griff ins Klo. Hier ist es ja. Gaia Version 6.9. Initialisiere. Hallo. Hi. Elisabeth? Travis Tate. Na, was haben wir denn? Ah, Travis Tate war das. Eine Farsine-Verschwörung, um eine Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen zu stehlen? Böse, böse. Soll ich mich drum kümmern, Liz? Frevler, Schlangenbrut, mit mächtiger Hand werde ich euch Probleme bereiten. Ich mag ihn jetzt schon. Das war eindrucksvoll. Du solltest nicht das super fortschrittliche Terraforming-System stehlen. Ihr habt keine Kopie von Gaia gestohlen, ihr Verlierer. Sondern die Logikbombe überhaupt. So viel Glück beim Reparieren der Daten. Und denkt das nächste Mal an meinen Gruß, wenn ihr euch für intelligenter als einen Tate haltet. Ja, belastend. Deswegen sind die so verbuggt. Tja, leider nicht geschafft. Aloy? Mission failed successfully. Die Göttin? Es gibt keine Göttin! Das sagte ich schon. Es ist nicht Gaia. Nicht das, wonach ich suche. Das ist eine Fälschung! Okay.
schaff das. Val, tut mir leid. Du bist ganz schön bissig, weißt du das? Aber es war schon faszinierend, dich vom Turm fliegen und die Senke hochjagen zu sehen. Die Sache ist, ich muss das noch öfter machen. Mir fehlen die Spuren, aber ich muss weitersuchen. Und zwar schnell. Und ich nehme alle Risiken in Kauf. Aber es macht keinen Sinn, in Begleitung zu reisen. Sie können verletzt werden. Das ist meine Verantwortung. Nur meine. Warte mal. Neulich, in Meridian sprachst du von einem Mann, der dir half. Silence. Du hast gesagt, ihr habt über vieles gesprochen, über Dinge aus der alten Welt. Dinge, die niemand versteht. Und er gab dir die Lanze, der du Hades besiegt hast. Er ist tot, Val. Ich habe seit dem Kampf gegen Hades nichts von ihm gehört. Schon, aber Meisterspion Marat in Meridian. Er ist doch gut darin, Leute zu finden. Val, ich... Komm schon, könnte klappen. Außerdem siehst du dann ein paar freundliche Gesichter. Okay, okay. Ja, ein Versuch ist es wohl wert. Wir haben einen langen Weg vor uns. Eigentlich habe ich eine bessere Idee. Spitze des Speers. Und da ist Meridian. Bei der Sonne, es stimmt. Sie ist zurück. Ein Segen. Die Retterin von Meridian ist wieder da. Das hast du dir verdient. Du hast sie gerettet. Noch nicht. Im Namen des Sonnenkönigs Avad, der Streiterin ein königliches Willkommen! Tadelloser Marat. Marat, Aloy hat etwas Wichtiges zu besprechen. Ach ja? Dann sind wir schon zwei. Ich habe vor Wochen Jäger ausgeschickt. Nach Sonnenfall und bis ins Heilige Land, um dich zu finden. Am Turm ist etwas passiert. Kommt. Ich zeige es euch. Seid vorsichtig. Du hast uns gerettet, ja, aber wir räumen immer noch auf. Es geschah direkt nach der Sonnenwende. Wir konnten es herunterspielen, der Sonne sei Dank. Vielleicht hätte es sonst eine Panik gegeben. Und was ist jetzt mit dem Turm los? Für eine halbe Minute glühte er flammend rot. Von Meridian aus wirkte es wie eine Täuschung. Aber aus der Nähe. Auf der Flamme sah man, dass es keine Reflexion war. Zu meinem Missfallen wurde erzählt, das Licht sei vom Turm gekommen. Von dort. Wir haben hier nichts angefasst. Ah. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Der Turm soll Signale aussenden. Nachrichten für das Terraforming-System. Aber Hades wollte damit alte Kriegsmaschinen wecken. Ich hatte die Verbindung doch getrennt. Wartet, ich sehe mir das an. Gib uns Bescheid. Nee. Ist das eine Statue von mir? Das ist neu. Ja, was bedeutet das Zeichen? Da kann man begutachten. Sollte wohl geschmeichelt sein von der Statue. Aber es fühlt sich falsch an, wenn meine Aufgabe gar nicht fertig ist. Gar nicht mal so schlecht. Grüne Aspekte, Lässt sich drüber streiten.
Unten ist noch was. Hey, ist sie das nicht? Maschinenkadaver. Überreste von der Schlacht der Flamme. Wir wurden fast überrannt von den Maschinen, die Hades kontrolliert. Ist das ein Sägezahn? Aber wir setzen uns durch. Oder ist das ein Brüllrücken? Ich glaube eher, es ist ein Brüllrücken. Sieht wie ein Denkmal aus. Ja. Was macht die Pergamentschrift da? Den Gefallenen in der Schlacht der Flamme zu ehren. Ah. Viele mutige Menschen haben diesen Ort gegen Hades verteidigt. Und was macht ihr da? Sie will nicht so viel Aufmerksamkeit. Du bist es wirklich. Du bist eine lebende Legende. Aha. Hat dich eine Legende schon geschlagen? So, von wo holst du den Stein? Von da. Geht das endlich so weiter, oder? Na gut, ich sag mal, das hier ist besser als im Schrecken zu fallen. Hey, hey, hey! Naja, wir sollten mal weitergehen. Ich habe so das Gefühl, da wartet was auf uns, aber da... Ah, vielleicht auch nicht. Ich dachte gerade, was gesehen zu haben. So, was ist denn mit dem Speer passiert? Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich weiß nicht. Das sieht aus wie vorher. Ah, man weiß ja, was passiert ist. Was? Aha, ja, Kreise. Jetzt hat sie ja alles eine Nachricht geschickt. Fix der Speer. Nein, das macht er nicht. Er kann nicht. Etwas wurde von der Spitze des Turms übertragen. Ich muss wohl irgendwie da hoch. Immer hoch da. Vielleicht kann ich zu dem Vorsprung hinter mir springen. Hinter dir? Und da hoch. Können wir mal Meridian von oben sehen? Das ist eine schlechte Idee. Okay. Gut gefangen, Aloy. Jetzt hätte böse ins Auge gehen können. Das hätte ganz böse ausgehen können. So in etwa. Ich bin auch zu doof für alles, ne? Mhm. Ich beweise das nochmal. So, nochmal. Versuch Nummer 3. Ah. Na, komm her. Get over here. Na, also. Sollte man die noch ein bisschen weiter ranziehen? Nee, weiter geht nicht. Ja. Nee! Puh. Komme ich jetzt zum Turm rüber? Jetzt sollte ich da hochkommen. Mit der Lanze wollte Silence mir helfen. Er hat mich wohl ausgetrickst. Sie hat etwas über den Turm übertragen. Hat er alles gerettet?
sollte er? Wenn ich rausfinde, wohin es geschickt hat, werde ich ihn finden. Ich hoffe, der Übertragungsknoten oben sagt's mir. Oh, da ist ein Spalt in der Platte. Okay. Einfach rein in den Turm, natürlich.